10 Teams, über 150 SpielerInnen, ein Motto. Underwater Disco. Auf der Anlage der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. wird an diesem Wochenende bereits zum 22. Mal das Interflug-Turnier ausgetragen. Das Besondere, das Interflug ist ein Head-Turnier. Das heißt, alle TeilnehmerInnen melden sich einzeln an und werden vor Ort einem Team zugeteilt. Das steht dem Spielspaß aber auf keinen Fall im Weg. Es ist so toll, so viele Menschen hier zu haben. Alle verstehen sich und man kann zusammenspielen. Gerade bei Head-Turnieren kennt man sich ja vorher nicht und lernt sich erst beim Spielen richtig kennen. Schnell, rasant und fair, das ist Ultimate Frisbee. Die Regeln sind recht simpel. Ziel des Spiels ist, die von einem Mitspieler geworfene Frisbee-Scheibe in der gegnerischen Endzone am Ende des Spiels zu fangen, wofür die Mannschaft des Fängers einen Punkt erhält. Gespielt wird in Mixteams 7 gegen 7. Eine Partie dauert ungefähr 45 Minuten. Es ist einfach immer super entspannt. Also Turniere, Frisbee-Turniere generell sind immer so voller Liebe und Gemeinschaft. Und man, obwohl man sich oft gar nicht kennt, ist man direkt so eine Gemeinschaft, die man kommt zusammen und man ist sehr freundlich zueinander. Und das ist einfach immer sehr schön. Ultimate Frisbee ist zudem eine besonders faire Sportart. Der Spirit of the Game beschreibt einen Ehrenkodex des Fairplays. So gibt es keine Schiedsrichter und alle Angelegenheiten werden untereinander geklärt. Schnell und unkompliziert. Wenn jemand irgendwie gerade denkt, es ist ein Foul oder irgendeine andere Regelsache, dann stoppt man kurz das Spiel, man schnackt drüber. Das ist super wichtig. Ich glaube, wenn wir sowas nicht haben, dann wäre auch gar nicht diese enge Community entstanden und so weiter. Das ist ja eigentlich nur das Wichtigste beim Sport. Den Sieg beim 22. Interflug sichert sich das Team Elrique Iglesias in einem packenden Finale gegen Salmon und Garfunkel. Nach Gleichstand wurde die Partie durch einen Universe Point entschieden. Am Ende des Wochenendes sind aber alle happy, egal welcher Platz es denn nun geworden ist. Und man darf sich auch schon auf das nächste Jahr freuen, dann feiert das Fun-Turnier 25-jähriges Jubiläum.